Großmutters Brotpudding. Hört sich ja nicht so toll an. Wer das einmal gegessen hat, wird es immer wieder haben wollen. Wie es funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. Was wir also brauchen, ist altbackenes Brot. Ich habe hier noch ein bisschen was von unserem mittlerweile schon ein bisschen angetrockneten Hefezopf. Da schneide ich jetzt weiter in grobe Würfel. Und was wir außerdem noch brauchen, ist 150 Gramm Zucker, 5 Eier, dieselbe Menge Milch. Ich habe hier noch eine Vanilleschote, wir haben ein paar Rosinen und das war es eigentlich auch schon. Das Ganze geben wir gleich zusammen und es ist im Prinzip, wenn man so will, ein süßer Eierstich mit Brot. Und dazu später unsere selbstgemachte Vanillesoße. Ein wahrhaft leckeres Gericht. Brot ist geschnitten. Was wir jetzt machen müssen, ist ein Teil Ei und ein Teil Milch miteinander verquirlen, weil das ist die Basis nachher für unseren Brotpudding. Zuallererst geben wir jetzt unsere 5 Eier in einen Messbecher. Also wir haben jetzt 300 Milliliter Ei und wir geben genau dieselbe Menge an Milch dazu, also bis 600 Milliliter. Zack. So, das ist schon das Schwierigste an diesem Rezept. Die Vanilleschote, das ist natürlich ein teures Gut. Meine Großmutter hat damals gerne den Vanillezucker genommen, eines gewissen Doktoren, der sich gut mit Backen auskannte. Aber wenn wir es jetzt schon mal selber machen und Großmutter noch ehren wollen, dann mache ich da jetzt halt frische Vanilleschote rein. Kratzen wir natürlich das Mark heraus. Diese Vanilleschote selber, also die Rinde, die lege ich jetzt gleich wieder in Zucker ein, sodass wir dann einen schönen Vanillezucker haben. Denn 5 Euro für eine Vanilleschote, da darf man schon ein bisschen knauserig. So, Vanillemark ist da auch mit oben drauf. Wie gesagt, das bewahren wir uns auf. Jetzt kommt der Zucker noch dazu. Wie viel Zucker hast du denn genommen? 150 Gramm Zucker. Alles rein in unseren Rührbecher. Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt nicht überschwappt. Deshalb bin ich ja mutig jetzt, ne? Tatsächlich. Nein, das funktioniert ganz prima. Einmal verquirlen. Unser geschnittenes Brot oder Hefezopf geben wir noch zusätzlich ein paar Rosinen. Es ist natürlich nicht zwingend notwendig. Wer keine Rosinen mag, der soll sie einfach weglassen. Das ist überhaupt kein Problem. Da ich sie selber aber sehr gerne habe und in meinem alten Hefezopf, meinem altbackenen Hefezopf, auch was drin ist, gebe ich noch welche dazu. Jetzt kommt da unsere Eigelb-Zucker-Milchmischung drüber. Und wir rühren das jetzt vorsichtig unter. Bitte, was jetzt sehr wichtig ist, diese Eigelbmasse oder diese Eiermasse mit dem Brot nicht verkneten, sondern nur unterheben, weil wenn ihr das jetzt verknetet, dann habt ihr nachher einen total harten Brotpudding, weil diese Luftigkeit entsteht nur durch die groben Würfel. Das ist wie beim Semmelknödel ganz genau das gleiche. Und einen Moment quellen lassen. Unser Hefezopf in diesem Fall hat unsere Eier-Milch-Zuckermasse jetzt schön aufgesogen. Und jetzt wollen wir das mal in unsere Förmchen aufteilen. Und es ist vollkommen egal, ob ihr jetzt so eine Kastenform habt, eine kleine Auflaufform oder wie in diesem Fall jetzt unsere Silikonform. Die hat natürlich den großen Vorteil, dass man es nachher wunderbar stürzen kann und du hast es auch gleich portioniert. Wichtig ist, wenn ihr so eine Silikonform nimmt, und das ist mir selber schon so oft passiert, was ganz wichtig ist, macht, bevor ihr die Silikonform füllt, immer ein Blech drunter, weil das ist nachher so wabbelig, du kriegst das nachher nicht transportiert. Deswegen meine Empfehlung, immer erst ein Blech drunter und dann abfüllen. Und jetzt ganz einfach nur noch unsere Brotgeschichte aufteilen. Richtig schön voll. Nicht zu doll quetschen, das ist auch wichtig. Nur locker hineinlegen.
Noch einmal, das Wichtigste bei diesem Gericht ist jetzt nicht drücken. Genauso wenig, wie wir vorhin geknetet haben, wollen wir jetzt nicht drücken, weil unsere Würfel von dem Brot sollen später noch erhalten bleiben. So, schaut mal, das hat gut funktioniert. Unser Brot ist jetzt aufgeteilt. Und jetzt haben wir hier noch so ein bisschen was von unserer Milch. Und auch die fülle ich jetzt nochmal in unsere Förmchen hinein. Und ihr könnt erkennen, was ich euch gesagt habe, wenn ich das so voll mache und wenn ich das dann jetzt hier heben müsste, dann würde die ganze Füllung wieder rauslaufen. Deswegen, das Beste ist gleich auf dem Blech und dann erst einfüllen. Mhm. Wir haben jetzt hier in der Kochschule einen Ofen, da wird Wasserdampf dazugegeben. Das geht natürlich genauso, wenn ihr jetzt hier auf das Backblech Wasser draufgeben würdet, bei 100 Grad, 45 Minuten lang pochieren. Mein Ofen macht es ein bisschen anders, spielt aber überhaupt keine Rolle. Und Start. Und schauen wir mal, was wir hier gebacken haben. Das sieht ja gut aus. Meine Oma wäre, glaube ich, sehr zufrieden. Nur sie würde sagen, von wegen, was backst du das denn in Plastik? Ja, Oma. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir sie rauskriegen. Das ist natürlich der große Vorteil beim Silikon. Wollen wir mal gucken. Schaut mal. Oh, dann sieht das auch noch so schön aus. Und wie schön heiß er ist. Kannst du sehen, wie das dampft? Oh, schön, ja. Dann haben wir hier unsere selbstgemachte Vanillesoße. So, noch ein bisschen Puderzucker über unseren Brotpudding. Und? Verflucht nochmal, es ist eine Resteverarbeitung. Und es ist so, so lecker. Ihr müsst es zu Hause unbedingt mal ausprobieren. Weitere Rezepte werden eingeblendet. Wir sind bald wieder für euch da. Kamerafrau Carmen hinter der Kamera und ich, wir haben euch lieb. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.